Und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Wir haben in der letzten Folge zweierlei sehr wichtige Erkenntnisse erlangt, die uns irgendwie auch nach 170 Spielstunden in Anno noch nicht klar gewesen sind. Das eine ist, dass die neue Welt als einzige größere Welt quasi, wenn man im Cap Trelawney baut, als überregionale Post gilt. Also dass also Austausch von Post zwischen der alten Welt und dem Cap Trelawney halt nur als regionale Post gilt. Und die andere Erkenntnis, die wir hatten, ist, dass die Speicherstadt nicht den kompletten Anlegeplatz oder die kompletten Buchten einer Insel bufft, sondern eben halt immer nur die, wo sie gebaut ist. Und dementsprechend ist empfehlenswert, ist halt die Speicherstadt zum Beispiel jetzt in Crown Forts nochmal umzustrukturieren, um sicherzugehen, dass da wirklich also alle Anlegestellen von dem Speedboost profitieren können. Genau, wir haben das ganz unangenehm festgestellt bei der Insel hier unten, weil wir die Speicherstadt hier haben und Morris aber hier angelegt hat und der hatte dann entspannte anderthalb Stunden Handelszeit, weil die Verladegeschwindigkeit nur bei 2 Tonnen pro Sekunde lag. Genau, das wollten wir natürlich verhindern und haben da deswegen schon mal so ein bisschen rumstrukturiert. Aber die beiden Aufgaben für diese oder beziehungsweise die nächsten wahrscheinlich Episoden werden dementsprechend sein, halt in allen Städten, wo es relevant ist, mal zu gucken, dass man halt die Speicherstadt mal notfalls umbaut, beziehungsweise halt also die Küstenanlagen der Insel umbaut. Das ist insbesondere halt für Crown Forts relevant. Das ist für euch aber nicht so spannend, das heißt, da werde ich mich wahrscheinlich so ein bisschen offscreen mit befassen. Und das andere ist, dass wir einfach mit dem Bedarf an überregionaler Post einfach nur mit Manola nicht hinterherkommen. Das ist einfach aufgrund der mittlerweile einigen Inseln, die wir jetzt ja auch mit Hochhäusern irgendwie zugepflastert haben, ein bisschen schwierig. Und so deswegen haben wir uns überlegt, dass wir noch eine zweite Insel, zumindest mal mit Obreras, wenn nicht sogar mit Artistas, in der neuen Welt aufbauen wollen. Und weil ihr bisher aus Javas Perspektive aus der neuen Welt noch nicht so wahnsinnig viel gesehen habt, weil ich da ja bisher das Management so im Großen und Ganzen alleine gemacht habe, wird ihr das übernehmen. So. Genau, jetzt muss ich ja erstmal gucken, neue Welt habe ich mir, wie wir gerade gesagt haben, ja noch gar nicht, irgendwie habe ich mich so gar nicht noch eingefunden bisher. Ich habe mir aber mal angeguckt, wie man da Großstädte bzw. so eine reine Bevölkerungsinsel aufbauen würde. Ich glaube, ich würde hier auf Coratxau Valente gehen. Kurz. Die ist nämlich auch schon ordentlich groß und Coratxau Valente. Insbesondere hat die keine nervigen Flüsse oder so einen Mist. Die hat aber tatsächlich viele Ölquellen. Und wir wollen auf jeden Fall versuchen, das Öl zu sammeln. Das heißt, wir müssten gucken, dass wir da auch dann irgendwie nochmal Erforschung machen, um Ölquellen umzulegen. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Wobei, das geht auch so, glaube ich. Also die Ölquellen auf der Insel sind gar nicht so schlecht gelegen. Ich würde tendenziell den Ölhafen auf der Insel dann an dieser winzigen Bucht im Südwesten machen, weißt du? Also da quasi, wo dieser Wasserfall unten ins Meer stürzt. Genau. Da kannst du dann nämlich halt den Weg minimieren von den Ölquellen oben und den Ölquellen rechts davon. Ja, und die rechts müsste man aber wahrscheinlich umlegen, die 4 zumindest. Ja, da könnte man mal drüber nachdenken, das ist richtig. Aber was ich dazu noch sagen wollte, ist, ich wollte gerade kurz mal gucken in der alten Welt, was man sinnvoll an Sachen aus der neuen Welt tatsächlich über die Speicherstadt importieren kann. Genau, damit können wir eigentlich mal anfangen. Aufgabe, das wird nämlich die zweite Aufgabe sein, der ich mich in der Folge so ein bisschen widmen werde, dass ich in der alten Welt noch eine der freistehenden Inseln zu so einer kleinen Speicherstadtinsel mit einer kleinen Hochradproduktion eben halt aufbauen werde, um dir zu liefern für deine neue Insel, was du halt Du könntest das zum Beispiel auf Calavera machen, weil die tatsächlich noch nicht genutzt wird und wir haben hier Miner's Hell, haben wir auch, da ist schon eine Hochradproduktion drauf, da habe ich tatsächlich gerade gar keinen Überblick. Das aber ist die Insel, die man da ist auf versorgt. Jeden Fall ja, aber da ist aber auf jeden Fall alles gemast. Also da können wir auf jeden Fall noch mehr hin und her traden. Wahrscheinlich ist das Hauptproblem bei der Insel, dass wir nicht genug Lagerkapazität haben, wenn ich mir das so anschaue. Nee, das Hauptproblem ist einfach, dass ich halt also zwar 10 verschiedene Waren oder 12 oder was auch immer die Speicherstadt halt exportieren kann, brauche, aber halt nicht in den Mengen, dass es halt irgendwie, wie heißt es? Ah ja, du hast ja gerade die war noch nicht ausgebaute Verladekeil, ja. Ja, ich weiß. Also ich brauche die Waren aber jeweils nicht in den Mengen, als dass ich damit eine Hochradproduktion auslasten könnte. So, dann könnte man das darüber vielleicht erstmal machen und wenn wir merken, das kommt gar nicht zustande. Aber was wir halt importieren können, das ist das Wichtige, wir können gebackene Bananen importieren, wir können Tortillas importieren, wir können was haben wir noch? Schokolade, Zigarren, Schokolade, und Kaffee, Melonen gehen auch. Melonen? Brauchen die nicht Melonen oder ist das nur Zufriedenheit?
rumgeht. Also ich glaube, wir können da das meiste schon rüberholen. Naja, aber gut. Ich weiß nicht, was du haben willst. Also willst du hinter Artistas haben oder willst du Obreras haben? Wir wollen auf Artistas. Wir wollen das auf jeden Fall auf Artistas, wenn es geht. Ah, nevermind, die Melonen brauchen tatsächlich auch die Artistas. Aber ja, ich würde kurz, das wenn ich über meiner Sale machen, um da kurz mal rein zu grätschen, weil wie gesagt, also da sind ja schon 10 verschiedene Sachen und ich brauche die alle auf Manola. Ja. Was wir hinterher machen können, ist, dass wir theoretisch da jeweils das, was da importiert wird, halt nochmal ein bisschen in der Menge erhöhen, um dann hinterher also auch die etwas abgefahreneren Bedürfnisse der Artistas auf der zweiten Insel zufriedenzustellen. Das können wir auf jeden Fall machen. Aber für den Grundkram, also sprich irgendwie das, was du gerade alles aufgezählt hast, brauchen wir auf jeden Fall eine zweite Speicherstadt, weil wir halt keine Exportverträge mehr hier frei haben. Hast du in der neuen Welt eine Baumaterialroute? Nö. Du schiffst das immer von Hand hin und her? Ja, so viel Baumaterial brauche ich da nicht. Gut, dann würde ich jetzt aber trotzdem mal kurz eine Handelsroute einladen, weil das geht schneller, wenn ich da mal eben kurz eine Route draufsetze mit einem Luftschiff. Und ich liefere hier einfach mal im großen Stile Baumaterial von Manola weg. Ja, warte mal, bevor du jetzt anfängst, ich wollte halt gerne kurz nochmal nachgeguckt haben, was du tatsächlich hinterher realistisch an Fruchtbarkeiten bräuchtest, was ich halt nicht importieren kann. Das wären dann einmal... Ich werde auf der Insel nichts produzieren. Ich würde dann nur Einwohner hinstellen und Baumschulen tatsächlich, weil die kann man gut einbauen. Das heißt, die Produktion für diese Insel würde ich gerne über eine andere Insel liefern laufen lassen. Na gut, dann ist egal, was ihr für Fruchtbarkeiten habt, nicht beide. Genau. Gut, ja, dann pass auf. Alte Welt, jetzt ist die Frage, welche der Inseln hier ich mir halt nehme, um hier noch eine Speicherstadt aufzubauen. Tendenziell möchte ich ja eine haben, die eher so am Westrand liegt. Das trifft zum Beispiel auf Minho zu oder auf Citada da Corona. Citada da Corona oder, ist auch gut. Oder Port de Sol, wobei da keine einzige Mine drauf sind. Ich brauche zumindest eine Eisenmine oder sowas, um hier Strom über eine Mine, also Öl über eine Mine zu kriegen. So. Mhm. Ich würde dann ehrlicherweise mir einfach, glaube ich, mal Cidade da Coroa schnappen. Also das ist die Insel direkt nordöstlich von dem Versteck von Enhalo. Ja, du tob dich völlig aus. Ich fange okay, jetzt hier gut. Auf jeden Fall schon mal an, die richtigen Items, sodass wir die für die... Nee, Baumpflegerin? Nee, das war für Module. Das ist nicht die richtige. Naja, lass mich allerdings erstmal die Speicherstadt ans Rollen bringen im Zweifelsfalle. Also, warte mal, allerdings ist die Insel ein bisschen doof, weil die auf der richtigen Seite keinerlei Hafen hat. Das ist ja ätzend. Ich muss mich jetzt erstmal umgewöhnen und die richtigen Items finden. Nee, das ist wieder die Baumpflegerin, die brauche ich nicht. Du kannst ja bei mir in der neuen Welt in den Baumschulen gucken. Ja, nee, ich gehe komplett anders vor. Wir machen mal wieder was komplett Neues. Wir klippen dieses Mal zum allerersten Mal in Anno 1800, zumindest in unseren Spielständen, klippen wir jetzt Gebäude, um den Output von Produktionsgebäuden zu maximieren. Und da, was meinst du mit Klippen? Also tatsächlich Gebäude ineinander bauen? Nein, du kannst zwei Handelskammern bauen und in der Schnittmenge ein Gebäude und dann kriegen die doppelte Effekt davon. Okay, aber da kriegst du doch maximal ein Gebäude in den Overlap. Genau, richtig. Aber das macht man über die gesamte Insel. Okay, anders, Moment. Ich muss mal kurz gucken im Cup. Nicht, dass ich mich hier täusche. Vielleicht kann man die nämlich auch gar nicht hier eintauschen, die Troller, die ich suche. Ja, das kannst du ja nachgucken, was du da brauchst. Genau, Baumschulen. Dann wäre tatsächlich auch meine Frage an dich, ob du gerade schon absehen kannst. Ist es die Bodenkundlerin? Nee, Moment. Achso, Baumschule Harz ist ja auch alte Welt. Was ist denn neue? Citrus war auf jeden Fall, ne? Ja. Hier, Bodenkundlerin Tropen. Wir brauchen auf jeden Fall ganz oft Bestäubungsmethoden. Die können wir schon mal ein bisschen queuen. Unsere Ingenieure hervorbringt, kann wirklich scheußlich sein. Mal, wie konnte ich denn hier nochmal nach allen Inseln suchen? Das weiß ich aus dem Kopf auch nicht. Also ich wollte gucken, auf welchen Inseln welche der Items noch rumliegen. Also ich bin mich fast... Achso, hier alle Inseln, ich bin döf. So, passend auf Lager. Und zwar wo bitte? Ich hab schon wieder vergessen, wie die Troller hieß. Moment. Citrus. So, Bodenkundlerin Tropen. Wo kriege ich die her? Produktion, Lager, nee, Items.
Tropen. Da war sie doch. Bodenkundlerin Tropen. Da. Keine Items erfüllt ihrer Suchanfrage. Da. Ausgerüstet Handelskammer. Händler. Archibald Blake. Okay. Dann müssen wir erstmal gucken, dass wir uns ein paar von der holen. Wir haben hier tatsächlich... Dario konnte man ja auf jeden Fall eintauschen. Da ist die Frage auch noch eine Extremlotto-Glocke. Alles im Namen. Bist du ein Frachtschiff tatsächlich? Okay, dann gucken wir, dass wir hier schon mal anfangen. Auf Malocha liegt anscheinend noch eine. Okay, gut, dann holen wir die da mal eben ab. Blaues Item, weiße Bluse. Kann ja so schwer nicht sein, ne? Und eigentlich wollte ich auch mal anfangen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Hier so Kram irgendwie einzukaufen. Irgendwas brennt da. Ja, irgendwas brennt irgendwo. Weiß nicht was und auch nicht wo. Man hat Malocha gar keinen Zeppelinhafen. Das, nö, da ist ja auch keine Bevölkerung drauf. Das ist an sich völlig richtig, aber ich bräuchte den mal eben um. Na, wobei ist egal. Bräuchte das Item eben ab. Ja, das ist eigentlich. Nee, was war das denn, was für die Dampfschiffe noch gut ist? Aber ich finde die Troller gerade nicht. Da ist ein Logistiker. Synthesechemikerin, okay. Liegt irgendwo noch einer rum und mein Pendo liegt auch noch einer am Konto. Okay, gut. Da ist die Bodenkundlerin Tropen. Ich roll hier mal ein bisschen Zeug weg, wir haben ja Geld bis zum Abwinken. Tun sich keinen Zwang an, so. Und dann brauchen wir noch Jörg von Malchingen. Na komm. Einen guten Augur des Aurum. Wo rollst du denn gerade? Beim Blake. Ja. Bei Archie zu dem Bolt. Tja, aber die gibt's ja anscheinend auch nicht so oft. Ah, hier ist gemäßigtes Klima. Achso, okay. Es gibt praktisch eine Bodenkundlerin für die alte Welt und eine für die neue Welt. Und wir suchen natürlich die für die neue Welt, für die Tropen. Das leuchtet ein. Oh, wow. Das ist eigentlich auch nicht... Ach nee, das macht die Produktivität runter, nevermind. Tja, aber die scheint hier echt keine hohe Trefferquote zu haben. Ich meine, wir haben das Geld, deswegen ist das jetzt nicht so super schlimm, was ich hier gerade mache, aber das ist schon ordentlich viel Geld, was ich hier gerade wegrolle. Okay, gut, ich brauche definitiv einen Jörg von Malchen, sonst funktioniert der ganze Bums hier leider nicht. Jörg von Malching? Wofür willst du denn Malching haben? Für Öl. Ah, okay. Achso, bist du... Machst du das in der alten Welt oder auf dem Cup? Alten Welt. Okay. Magst du trotzdem gegebenenfalls mal gleich im Forschungsinstitut nochmal dieses Ölquellenverlegen forschen, ein bisschen? Du hast da 16 Mal Bestäubungsmethoden in Auftrag gegeben. Ja, weil wir davon ganz viele brauchen. Weil die eigentlich in jeder Handelskammer wollen. Wir werden die gesamte Insel mit Handelskammern und mit Museen und mit Postämtern pflastern. Das klingt gefährlich. Also ich kann das gerne tun, aber das wird eine Weile dauern. Wie viel brauchst du davon? 4. Aber du kannst die auch... Also die ganzen Bücher sind nicht so wichtig. Das Verlegen ist wahrscheinlich sogar für die Planung der Insel wichtiger. Na gut, dann habe ich jetzt 4-mal Ölquelle verschieben in Auftrag. So, das muss jetzt erstmal reichen, das war teuer genug. Curaçao Valente war das, ne? Ich glaube wohl. So, da kann ich bestimmt auch schon gucken, dass ich die jetzt ausbaue. Curaçao Valente, yes. Okay, kann ich doch noch nicht ausbauen. Wohin soll's gehen? Wie hatte ich jetzt beschlossen, welche Insel hatte ich beschlossen zu nehmen? Hier im Minho. Oh wow, ist die Insel riesig. Geil. Da bauen wir den Ölhafen hin. Ja gut, ich baue jetzt erstmal hier Depots im großen Stil. Kannst du
du dahin mal. Du hast in der neuen Welt noch irgendwie so 6 Zeppeline irgendwie zur Verfügung. Ich weiß nicht, brauchst du noch mehr oder reichen dir die? Nö, die reichen mir erstmal. Ich packe da tatsächlich jetzt gerade auf die Route nochmal mehr Zeppeline drauf. Und dann kann ich auch tatsächlich ja schon mal eine Route einrichten, um die. Welche Insel nimmst du jetzt für die Speicherstadt? Ich nehme Minehoe. Ich benenne die jetzt gerade mal um in. Ja, warte, lass mich die. Neue Weltversorgung. Nee, das passt nicht. Da. Ich nenne die jetzt Neue Welt 2. Und nenne jetzt also hier Miner's Hell. Das klingt zwar sehr schön poetisch, weil da grauenvolle Arbeitsbedingungen herrschen und so, aber ich nenne die jetzt mal Neue Welt 1, sonst ist das verwirrend, glaube ich. Gut. Wobei. Ich gebe schon mal an, achso, Ponchos wollen wir natürlich da auch hintauschen. Chili-Sauce ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Kaffee, Schokolade, Zigarren. Ja, schau nur, dass wir da nicht die komplette. Ich baue jetzt schon mal die Route auf, um von der Insel Curaçao Valente zu beliefern mit Verbrauchsgütern, sobald die dann mal über die Speicherstadt da sind. Mhm. So, jetzt ist die Frage, was verbrauchen denn die Artistas am Ende, was tatsächlich auch Baumschulen benötigt? Die verbrauchen ja, also die normal. Hast du irgendwo mal ein normales Artista-Haus gebaut? Nee, aber. Schade. Hast du irgendwo normale Obrera-Häuser stehen? Ja, habe ich. Mhm. Wo denn? Pass auf, ich kann ja eben kurz ein Artista-Haus aufsteigen lassen, gib mir eine Sekunde. Okay, also die brauchen Mezcal, das ist auf jeden Fall mit Zitrus und ja, Zitrusfrüchte wäre jetzt auch so mein Guess gewesen, dass wir davon wahrscheinlich ordentlich brauchen werden. Ist richtig, ansonsten für Zufriedenheit Eiscreme, das braucht auch Zitrusfrüchte, aber ist halt nicht zwingend erforderlich. Nee, würden wir wahrscheinlich gar nicht hingehen, Mezcal ist glaube ich wichtiger. Du brauchst halt im großen Maßen Orchideen, für die brauchst du Kokosölbaumschulen, beziehungsweise ich hatte ja hinterher auf Manola halt die Produktion auf Bienenwachs umgestellt. Ja, okay. Müssen wir überlegen, ob man das halt nochmal machen will. Das würde einem aber halt die Baumschulen sparen. Aber ich glaube. Und im Großen und Ganzen war es das ehrlicherweise schon, weil ansonsten, also Fußbälle brauchen keine, Chaleas brauchen keine. Ventilatoren brauchen Baumschulen, wenn ich so drüber nachdenke. Wir brauchen ein bisschen Kampfer. Ja, aber Ventilatoren würde man wahrscheinlich nicht unbedingt versorgen. Das ist nicht unbedingt wichtig. Also naja, klar kann man nicht das machen, gibt mehr Bevölkerung, aber. Es ist sogar ganz erheblich. Also wenn du Tortillas versorgst zum Beispiel, sind das 5 Artistas. Wenn du Motorroller versorgst, sind das auch nochmal 5 Artistas. Und bei den Ventilatoren sind es 3. Also das wären halt nochmal 8. Ja, genau, aber da müsste man dann. Du verlierst, wenn du keine Motoren baust. Ja, aber Kampfer, also ich gehe jetzt trotzdem, man kann die ja im Zweifelsfall auch easy umbranden. Das ist ja, es geht ja immer, man kann die ja umstellen. Das ist ja jetzt nicht, dass das jetzt absolut decisive ist. Okay, also was du zwingend brauchst, sind auf jeden Fall, wie gesagt, ganz viele Zitrusfrüchte und eventuell halt Kokosöl, wenn du Dingens machst. Ja. Ich will die ganze Zeit Gewürz sagen, aber ich meine Parfum. Aber Zitrusfrüchte ist dann jetzt erstmal das Erste, was ich hier bauen werde im großen Stile. Genau, da können wir jetzt schon mal die erste von hinbauen. Und dann sieht man nämlich auch direkt, was hier das lustige Ergebnis sein wird. Wenn ich die nämlich hier positioniere, dann kriegt die tatsächlich den Bonus von beidem. Und damit werde ich jetzt erstmal hier lustig die gesamte Insel pflastern. Was machst du denn mit dem gesamten Baumaterial von Mantendu? Fliegst du das rüber nach Zitade Zinza? Ja, anscheinend. Ja, nee, hä? Von Mantendu? Ja, also unserer ehemaligen Hauptinsel in der alten Welt. Echt? Habe ich da noch eine Route, die das alles abtransportiert? Da ist jedenfalls nischt. Dann kann das sein. Das wäre dann aber auch eine Route, die man mal löschen könnte. Ist Neue Welt 1 und Neue Welt 2 zu verwirrend? Also kannst du dir merken, welche davon welche ist? Ja. Also sonst kann ich die halt auch einfach wieder in Miner's Hell umbenennen. Das wäre halt ansonsten auch okay. Nee, das ist schon okay. Das kriege ich mal schon auseinander.
Ach, ganz ehrlich, also irgendwie tut mir das weh, weil die so ewig Miner's Hell hieß, die jetzt Neue Welt 1 zu nennen, das irgendwie so. Dann bleibt es Miner's Hell, ist auch gut. Ja, es bleibt jetzt Miner's Hell und Neue Welt 2 wird jetzt einfach zu Neue Welt und gut ist. So. Dann hast du hier die extrem laute Glocke rangeschafft, dann kannst du mal hier rüberfliegen. Nee, warte mal. Du kannst nochmal zu Warmways fliegen. Wir brauchen hier doch noch erstklassigen Sapeur und einen Feras. Okay, du hattest jetzt aber im Forschungsinstitut die bahnbrechenden Erforschungen, hattest du schon gescheduled jetzt? Mit oberster Prio? Jawohl. Perfekt, gut. So, das war das. Dann Museen ist das. Ach Quatsch, Museen. Rathäuser ist das nächste, wo wir von vornherein natürlich drauf achten wollen. Ganz wie gehabt. Also, ich muss gestehen, nicht mit ganz oberster Prio. Meinen Jörg von Malching habe ich noch davor geschoben, aber der Rest Aha. Naja. Ja, nee, ist okay, alles gut. Asche auf mein Haupt. Nee. Mach dir mal keinen Kopf. Hätte ich jetzt auch nicht. So, dann ist ja gut. Wir wollen hier eine möglichst gute Abdeckung natürlich kriegen von den Rathäusern. Ist jetzt nicht so sehr, dass weil uns das Attraktivität gibt, sondern einfach, weil wir damit natürlich die Bevölkerung hier auf dieser Insel nochmal ein bisschen pushen können. Das habe ich jetzt hier total super gelöst. Da kriege ich jetzt schon wieder keins rein. Ist nicht schlimm. Dann können wir ja schon mal den Ölhafen in Auftrag geben. Können wir einmal von meiner Cell hier das Layout kopieren. Hast du dafür noch keinen Stempel für die Hochräder? Nee. Könntest du da dann auch mal einen Stempel generieren eigentlich? Könnte ich tun, ne? Ich meine, ist jetzt nicht absolut mandatory, aber... Wenn ich nicht so ein elendsvoller Sack wäre. Naja, das ist ja das Schöne. Du sparst ja damit dann langfristig wieder Zeit, also... Komm nicht mit langfristig, ich will kurzfristig Nerven sparen. So. Warte mal. Ach, so. Ernsthaft. Das eine Ding hier muss ich nochmal umlegen. Die muss ich dann ein bisschen... Warum hat er die Straßen nicht mitgesetzt? Ach Gott, das ist natürlich so lästig, weil da kleine Straßen dran waren. Und dann bauen wir jetzt... Ja, deswegen Stempel. Da kannst du nämlich dann tatsächlich auch... Okay, hier haben wir schon mal ein paar von der. Dann können wir die schon mal wieder zurück... zum guten Archibald schicken. Wir wollen auf jeden Fall mehr Anlegestellen haben. In der Tat, ja. Das haben wir ja im letzten Part auch nochmal festgestellt, dass das tatsächlich dann doch recht wichtig ist, so. So. Ich weiß nicht, wofür du das schneller Reichwerden geforscht hattest. Du hattest nochmal ein legendäres schneller Reichwerden geforscht. Ja, davon brauchen wir... Achso, einfach so tatsächlich, weil man damit die ganzen Produktionsstellen... Also langfristig werden wir da auch davon noch mehr brauchen, denke ich. Deswegen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ach, Fenster brauchen wir dafür auch, okay. Ja. Aha, alright. Aber hier lag ja noch ein Zeppelin rum. Dann laden wir mal hier auf jeden Fall einmalig... einen Haufen Fenster ein. Ja, geht gar nicht. Ist gar kein Haufen Fenster mehr vorhanden. Schön. Nee, komm, warte mal. Wer kann es schon sagen? Wir schicken so. Dich mal kurz nach Kap nach Malocha. Da war ja sogar direkt mein erstklassiger Sapper.
So, wo bauen wir die Hacienda hin? Warum wollen wir nochmal die Hacienda überhaupt haben? Weil wir da eine Richtlinie auswählen können, Also genau. du kannst da halt den Verbrauch von Getränken reduzieren. Ich nehme mal an, dass es darum geht. Ja, oder die Effizienz von Baumschulen erhöhen tatsächlich, plus 20%. Ich glaube, das ist tatsächlich eher das Ding. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ja, das kann ich natürlich jetzt so nicht sagen, was davon jetzt für dich da Gilt das für die sinnvoller ist. gesamte Insel der Bonus oder weißt du das aus dem Kopf? Ich würde annehmen, es gilt nur im Auf Hacienda der Insel. Einflussbereich. Nee, es gilt auf der Insel tatsächlich. Na gut, weil ansonsten hätte dir das auch nicht viel gebracht, dadurch, dass wir keine. Bedeutet Wobei, auf doch. die Er Barrikaden. meint, du musst ja keine Hacienda-Häuser bauen. Ich glaube, es reicht, wenn du allgemeine Bevölkerung auf der Insel hast, damit der Einfluss wächst, oder? Ja, genau, ich glaube, aber tatsächlich scheint das Ja. einfach auf der Insel zu gelten und dann ist ja auch gut. Ja, ist wurscht. Aber, oder, also, das könntest du auf jeden Fall nochmal. Wir sind Andererseits abflugbereit. brauchst du die Hacienda eh nicht. Du willst ja nichts anbauen. Genau. Ach so, wir können den Ölhafen hier oben schon mal hinstellen, wie du sagtest, den stellen wir auch genau dahin. Und wir müssen dran denken, dass wir auch einen Strand bauen. Wollen wir den auch wieder charmant direkt neben den Ölhafen stellen, oder? Ja, das hat auch alte Traditionen, oder? Also. Würde ich nämlich auch sagen, tatsächlich. Nö, okay, der passt da nicht hin. Never mind, die Insel, die Küste ist zu klein dafür. Dann eben nicht. Dann bauen wir den hier unten hin, ist auch okay. So. Das war das. Dann brauchen wir noch Postämter, selbstverständlich. Das ist ja der ganze Grund, warum wir den Quatsch überhaupt machen. Und auch die wollen wir einfach möglichst. Ja, das geht schon gut los hier mit möglichst. Sehr gut. Möglichst so aufstellen, dass wir sie über die ganze Insel erstrecken können und möglichst viel Insel abdecken Post können. generieren, das ist ja die Idee bei der ganzen Geschichte gewesen, jawohl. Genau, das war unser ganzer Sinn Ich des Manövers. bin auch manchmal ein bisschen dämlich. Meine dreidimensionale Vorstellungskraft ist manchmal ein bisschen bescheiden. In welcher Form hat sich das jetzt geäußert? Dass ich die Schiene neben den Eingang vom Kraftwerk gesetzt habe, statt in den Eingang des Kraftwerks. Hm, sehr gut. Das Ja, hier ist war jetzt nämlich schon die irgendwie. erste verdammte Ölmine, die ich versetzen möchte. Das mache ich jetzt schon mal eben ganz frech. Also, hast du noch welche? Einmal versetzen kann ich auf jeden Fall gerade. Das werde ich jetzt deswegen auch tun. Na dann. So. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. So, Postamt, wo bist du? Da bist du. Ich meine, tatsächlich hier werden wir ja die ganzen, hier bauen wir ja gerade die ganzen Öldinger, aber das, wir machen erstmal damit weiter. Ölhafen habe ich schon geplant, kann ich noch nicht ausbauen, klar, warum auch? Ölraffinerie. So, bauen wir hier unten eine für 4 Stück und dann bauen wir hier nochmal eine für 4 Stück. Das hat 17 Ölquellen, Digga. Ja, also es wird dir nie an Strom mangeln auf dieser Der Insel, so viel Schiff steht ist fest. von der Überfahrt Absolut, ey. zurückgekehrt. So, ich muss jetzt hier mal irgendwie ein Layout für die Hochradproduktion bauen, was irgendwie mal einheitlich ist. Ich will da keinen Stempel reinbauen, wenn das hier so kreuz und quer und Kraut und Rüben ist irgendwie. Ist das Ding doch zur Seite? Na, hilft nicht. Das ist natürlich total super, weil man auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, soll man nicht mehr als 4 Ölbohrtürme, maximal 5, glaube ich, irgendwie pro. Okay, ja, mehr kann ich gerade nicht bewegen, weil dafür brauchen wir noch mehr bahnbrechende Entdeckung. Okay. Okay, zur Kenntnis genommen. Warum soll man das nicht tun? Weil die dann einfach zu oft in die Luft fliegen.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem, wegen zu hoher Produktivität rauchen die einem gerne mal ab, das ist leider wahr. Genau. So, dich da noch hin. Ah, jetzt passt das hier nicht. Das ist natürlich belastend. Das wäre schon schön, wenn ich hier noch eins hinbekomme an den Rand. Bauen wir dich dahin. Dich dahin. Dich dahin. So. Ist der da weg? So. Okay. Und jetzt können wir eigentlich... Ja, jetzt können wir uns eigentlich überlegen, wie wir das jetzt hier machen. Ich fange jetzt auf jeden Fall schon mal an. Also Kirche... Ne, wir können eigentlich mal an Häuser zu bauen. Anfangen Häuser zu bauen, so. Achso, Lagerhäuser brauchen wir auch. Verdammt, die hätte ich von vornherein platzieren sollen. Ich glaube... Ach, was war es denn? Pro zwei Baumschulen auch ein Lagerhaus oder so? Weil die tatsächlich... Weil wir haben ja... Ah, das weiß ich jetzt aus dem Kopf natürlich nicht mehr. Du kannst ansonsten halt auch die Asena-Lagerhäuser nutzen, ne? Ja, aber auch wieder nur in dem Einflussbereich, ne? Die kannst du nur im Einflussbereich bauen, aber den brauchst du ja für nichts anderes, wenn du da keine Häuser reinklatscht. Ja, aber ich glaube... Ja, ja, klar, nee, das ist, ich glaube, Ich versuch mal hier unten in der Ecke erstmal anzufangen. Achso, dafür brauche ich wahrscheinlich auch noch, ja, Aluminium, genau. Das heißt, hier muss ich mir mal irgendwo ein Aluminiumschiff fertig machen. Machen Sie das. So, dann kann ich jetzt allerdings doch wieder hier den Strom hinknallen. Allerdings geht der nicht durch. Ist schlecht. Ein Zweikraftwerk wollte ich natürlich nicht bauen. Warte mal, können wir eigentlich mal hier oben vielleicht auch mal nochmal eine Lager... eine Anlegestelle bauen, weil... Tatsächlich werden die hier schneller mal befahren werden. So, die bitte alle einmal ausbauen. Mein Magen spielt wieder verrückt. Nicht doch, verschwenden Sie nicht anderer Leuts Zeit. So. Also hier habe ich ja jetzt schon ein Lagerhaus hingestellt. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. So. Die blauen Straßen, wenn du ein neues Kraftwerk platzierst, ist das nur der geschätzte Radius oder ist das tatsächlich der reale? Nee, das ist der reale. Okay. Schlecht. Wohin soll's gehen? So, dann brauchen wir auf jeden Fall auch Marktplatz, klar, aber ich baue mal das hier erstmal weiter. Weiter, weiter. Ach genau, man musste auch noch Platz bei den Baumschulen lassen. So ein bisschen Platz zumindest, weil die von der Produktivität tatsächlich nicht so komplett rauskommen. So, und dann bauen wir hier mal den ersten Marktplatz hin. Bauen wir mal so. So, dann können wir hier auch mal Häuser schon mal aufsteigen lassen, tatsächlich. Und gucken, ob wir gleich die Versorgung hier hinkriegen. Mal schauen.
Willst du uns zuschauen? Okay, das hilft alles nichts. Hier muss man das Design auf jeden Fall nochmal anpassen. So einen Kreis außen rund um die. Deswegen muss ich drehen. Ach, die verbrauchen dann auch Mist. Oh wow, okay. Hast du noch Mist über? Oder wird das? Nee, natürlich nicht. Ja gut. Das ist ein bisschen blöd. Wer verbraucht Mist, wenn du was tust? Naja, diese Bodenkundlerin Tropen, die sorgt dafür, dass es extrem viele Zusatzwaren gibt. Bei jeder Produktion gibt es 1,5 Zusatzwaren. Ja gut, aber das klingt ja zu schön, um wahr zu sein, wenn das keinen Nebeneffekt hätte. Ja, du brauchst halt Mist liefern. Ja gut, aber mal so eben sich irgendwie die Menge an Mist aus dem Eimer zu schütteln, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Ja, müssen wir gucken. Also im Zweifelsfall müssen wir irgendwo nochmal eine Tierproduktion hinstellen. Wo ist denn nochmal, wie kriegt man Mist denn nochmal, wie war das denn nochmal? Naja, mit jeder Produktion in der neuen, also in jedem Tierhaltungsbetrieb in der neuen Welt, kriegst du Mist. Sollte an sich theoretisch reichen. Echt? Nee. Also, die Rinderfarmen und so, die werfen doch nicht nebenbei Mist ab, oder? Doch. Ja, wobei, also bei den Rinderfarmen, warte kurz. Also, was auf jeden Fall Mist produziert, warte kurz, sind die Alpaka-Farmen auf jeden Fall tun es. Aber auf Manola steht das nicht dabei. Oder wird das einfach nicht angezeigt? Das wird nicht angezeigt. Das ist auch ein bisschen dämlich, weil ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, ob die tatsächlich auch Mist produzieren, wenn die kein Düngemerk in Reichweite haben. Aber wenn du bei Manola guckst, also Manola hat eine Produktion von 13 Tonnen Mist, nee, 15 Tonnen Mist, so. Und die werden dann durch Düngerwerke in Dünger. So, warte mal. Und jetzt Produktion. Kann ich nicht auch irgendwie anschauen, wo? Ja, Alpaka-Farmen, Rinderfarmen und Nandofarmen. Genau. Also ich habe insgesamt auf der Insel 13 Farmen stehen. Mhm. Und die produzieren zusammen 15 Tonnen Mist. Also Rinderfarmen, Alpaka-Farmen und Nandofarmen tun es alle. Und wenn du halt die Effizienz boostest, dann halt mehr. Ja, klar. Ansonsten so roundabout eine Tonne. Und also ich glaube, auf der Insel wird kein Mist produziert, wenn du nicht mindestens ein Düngerwerk stehen hast. So würde ich das zumindest interpretieren. Aber das Düngerwerk muss nicht zwangsweise in Reichweite sein, dafür, dass Mist entsteht. Ich teste das mal gerade, indem ich mir hier so eine Alpaka-Farm mal klone. Und ausprobiere, ob ich da jetzt Mist bekomme oder nicht. Wie machen Sie das? Einfach mal ausprobieren. Aber also das wäre zumindest für den Moment meine Theorie. So, jetzt habe ich hier Alpaka-Farm stehen und was produzieren wir jetzt? Kein Mist. So. Wie gesagt, bevor du ein Düngerwerk hast, produzieren die garantiert keinen Mist. Das kann ich dir versprechen, aber. Okay. Und wenn ich jetzt ein Düngerwerk hier mal einfach hinstelle, Düngerwerk, auch wenn da jetzt nichts im Einzugbereich ist, bin ich blöd, ist das Ding Brauerei, da Düngerwerk. Oh, brauche ich Dampfmaschinen für, ach nerv mich doch nicht hier. Haben wir sonst keine Probleme. Okay, da sind schon mal unsere Aluminiumprofile. Oh, ich muss mal kurz gucken. Oh, geil. Mit Steuerung Shift kannst du Sachen aus einem Shift ausladen, ohne dass aus einem Schiff ausladen, ohne dass du das Tauschmenü öffnest. Mhm. Das wird jetzt mein neuer Lieblingshotkey, das weiß ich jetzt schon. Und schon sind wir eine Kleinstadt, obwohl wir hier noch nichts versorgen. Schön. Aber wir brauchen auch auf jeden Fall noch mehr Depots.
Das heißt, die bauen wir hier jetzt schon mal fleißig weiter aus. Warte, was? Ich denn hier für einen Max. Wir sind abflugbereit. Ja. Genau, was noch interessant wäre. Also du forschst gerade die ganzen bahnbrechenden Entwicklungen, ne? Ja. Okay. Hast du jetzt schon eine Produktion laufen für Hochräder und tauschst du schon irgendwas, oder? Nein. Okay. Ich warte ja noch auf meinen Jörg von Malchen. Ah, okay. Achso, weil du Öl auf der Insel haben willst, ja. Du kannst auch mal gucken, also es kann auch gut sein, dass wir auf Manola jetzt tatsächlich viel Öl über haben, weil wir da ja ziemlich viel optimiert haben. Ja, aber ich möchte eigentlich so eine autarke Insel haben, dass ich halt einfach... ohne mich da um irgendwas zu kümmern und ohne, dass ich irgendwelche Handelsrouten im Kopf behalten muss, sicher gehen kann, dass da halt einfach immer Öl da ist. Ja, verstehe ich. Nenn das eine Marotte noch aus der Zeit, wo wir noch Computergegner hatten, aber... Ach so, stimmt. Da wollte ich auf Malocha gleich mal einkaufen, ich erinnere mich. Was brauchen wir hier für die ganzen Gebäude? Einen Ölhafen können wir schon mal bauen. Stahlbeton und Fenster. Okay, dann schiebe ich mich mal gerade rüber nach Malocha und guck mal. Das Luftschiff müsste ja inzwischen längst da sein. Oh, wir haben keinen Stahl mehr. Das ist nicht gut. So, und laden hier mal im großen Stile. Stahlbeton und... Fenster ein. Einmal bitte nach Curaçao Valente. So, was ist hier los? Kein Glas? Was ist denn hier los? Das könnt ihr zum Einzelnen leider auch nicht verraten. Ah, wow, okay. Das ist natürlich super. Was denn? Unsere Produktionsinsel läuft gerade leer, weil wir gerade kein Kautschuk und kein... Doch, warte, Kautschuk haben wir noch? Achso, dafür, das ging noch? Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. So, wie konnte man jetzt Stempel erstellen? Stempel, Hochräder. Ich denke mal, dass unsere Hochradproduktion tatsächlich hier dann brach liegt gerade, ne? Ach ne, voller Lager, Warenausgang, ja geil, okay. Und okay, deswegen... so. Jetzt müssen wir hier im großen Stile noch weiter Baumaterial rüber schaffen und soweit ich das gemacht habe, können wir hier tatsächlich auch mal anfangen, Hochräder zu produzieren und dann ist der nächste Schritt... Ja, die Speicherstadt zu bauen. Trischik. Ach so, ich brauche ja auch noch ein Luftpostlager. Habe ich wohl vergessen. Ups. Das wäre tatsächlich auch nicht unbedingt nur optional. Ja, das ist richtig. So, warte mal, bauen wir eben kurz die Speicherstadt. Uff. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Dann wollen wir als erstes mal die Depots bauen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Da kannst du schon mal weiterfliegen. Wo ist ein Feuer ausgebrochen? Die Menschen lassen sie hoch. Wie, da ist... Hä? Da ist doch... Muss ich nicht verstehen, was hier los ist.
So, wir können aber hier auf jeden Fall nochmal auf ein bisschen mehr Stufe 1 Wolkenkratzer aufsteigen. Das kostet nichts. Hier können wir auch nochmal mit Wolkenkratzern aufsteigen. Denkst du bitte dran, mir jetzt für den Moment in Zitale Zinser bitte mal ein paar Baumaterialien übrig zu lassen, weil ich... Zitale Zinser baue ich nicht aus. Okay, gut. Dann will ich jetzt gesagt haben... Da bin ich tatsächlich gar nicht unterwegs gerade. Die alte Welt überlasse ich für den Moment mal dir. So, jetzt brauchen wir noch die Verladekeile. Aber wie gesagt, du kannst auch von unserer Malocha-Insel dir noch was einfach umstellen dafür, dass du die zu dir holst, ne? Also... Ja, also ich bin ja jetzt gerade noch bei dem ganz grundlegenden Kram, also sprich, weiß nicht, nerv mich nicht. So, jetzt haben wir auch endlich mal alle Items. Und dann ein paar Mal Campus auf jeden Fall noch forschen. So, und wir machen mal hier einfach weiter. Jetzt ist es halt wirklich ein bisschen blöd, dass ich nicht mehr aus dem Kopf weiß, wie viele Lagerhäuser man braucht. Das muss ich nochmal nachprüfen. Achso, haben wir jetzt inzwischen hier Mist? Ah, wir brauchen immer noch die Motoren, das ist klar. Aber wir haben jetzt genug, um den Lufthafen auszubauen. Das ist schon mal sehr schön. Hier kommen unsere Motoren. Jetzt können wir auch das Düngesilo bauen. Wo haben wir eine Krankheit? Moment. Da ist doch... Ah, wow, okay, das ist wirklich nicht bis zum Ende der Karte, geil. Hm, müssen wir mal gucken, dass wir hier euch mal kurz hier rüberlegen. Das bringt nichts. Wir wollen auf jeden Fall, dass das Ding hier überall hinkommt. Das ist sehr nervig. Das nächste Krankenhaus ist wo? Da. Achso, und das kommt da nicht runter. Und da ist auch noch eins, aber das können wir doch vielleicht ein bisschen verlegen noch, oder? Was ist denn, wenn wir euch hier einmal verlegen? Und dann das Krankenhaus. Wo ist es denn? Da. Das hier runter verlegen. Jetzt sollten wir hier... Ja, so sieht's okay aus. Gut. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, Items. Wo ist jetzt hier mein... Jörg von Malching da? Der fährt jetzt bitte einmal nach Neue Welt. Perfekt. So... Sehr gut, jetzt können wir hier unseren Ölhafen schon mal ausbauen. Also Ölhafen hatten wir schon, aber die Ölraffinerie können wir ausbauen. Wer kennt es nicht? Neue Welt in der alten Welt. Was? Naja, die Siedlung heißt Neue Welt und sie liegt in der alten Welt. Ah, ach so, ja. Ja, das könnte noch zu Verwirrung führen tatsächlich, ne? So, das Düngerwerk ausbauen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt hier Mist produzieren. Tatsächlich, ja, aber, ja, produzieren wir, ist aber nicht nutzbar. Also wir haben null Produktion davon. Das heißt, es wird nur Mist produziert, wenn wir auch ein Düngerwerk in der Nähe stehen haben, wenn ich das richtig verstehe. Was natürlich ein bisschen witzlos ist, weil dann hat man ja keine Mist mehr über. Ist das Düngerwerk denn mit Leuten besetzt? Ja. Du kannst aber auch Dünger durch die Gegend fahren, ne? Das ist ja klar. Du kannst den Dünger trotzdem auf einer Insel produzieren und auf eine andere schiffen. Ja, aber du hast ja keinen Mist mehr, wenn du das im Düngerwerk umwandelst, oder? Wie mein... Der Mist wird ja umgewandelt dann. Ja, klar. Das heißt, wie kriegt man denn dann große Mengen an Mist, wenn das nur im Einzugsbereich des Düngerwerks produziert wird?
Ich glaube nicht, dass es nur im Einzugsbereich des Düngerwerks produziert wird. Also ich habe, wie gesagt, definitiv nicht alle von meinen Düngerwerken im Einzugsbereich von allen meinen Tierfarmen stehen und ich produziere, wie gesagt, halt durchgehend 15 Tonnen. Ja doch, aber wenn ich die beiden Alpaka-Farmen, die ich gerade gebaut habe, aus dem Einflussbereich des Düngerwerkes wegziehe, ja, dann produziere ich auch keinen Mist mehr. Dann habe ich null Produktion. Zieh mal eine raus. Ich habe beide rausgezogen gerade. Ja, aber zieh mal eine raus. Also eins wieder rein, meinst du? Ja. So, jetzt haben wir Produktion von einer Tonne Mist. Und wenn ich jetzt die andere auch noch dazu stelle, dann haben wir nach Adam Riese Produktion von 2 Tonnen Mist. Ja. Steht immer noch 1 von 1, aber hat sich verdoppelt. Das ist nicht genau eine Tonne, sondern ein bisschen weniger. Und jetzt steht es wahrscheinlich auch dabei, ja genau, Mist. Bei jeder dritten, also bei einem von 3 Produktionen kriegt man dann noch Mist nebenbei. Wie gesagt, das ist insofern etwas merkwürdig, weil es das halt eben ein Großteil meiner Farmen gar nicht in der Nähe von der Mistfarm steht. Ich kann noch mal probieren, was passiert, wenn ich jetzt dieses Düngewerk abreiße und nur die Hacienda nehme, ob das tatsächlich das Ding ist. Woher, warte mal. Aber das tut's auch nicht. Nee, ich brauche ein Düngewerk, damit Mistproduktion wird produziert. Vielleicht erzähle ich Blödsinn, warte. Ja, okay, gut, ich erzähle, glaube ich, tatsächlich Blödsinn. Ich habe nämlich auf der Insel hier 12 Rinderfarmen und nur 4 von denen tauchen bei der Mistproduktion auf. Und ich habe wie viele Alpaka-Farmen? Wo sind wir denn? Da. Ich habe 21 Alpaka-Farmen und nur 6 tauchen auf. Okay, gut, also du musst tatsächlich im Einflussbereich der Mist, also der Düngerherstellung sein. Ja. Dann habe ich plötzlich erzählt. Ja. So, das ist tatsächlich halt ein bisschen unschön, weil das heißt, wir müssen irgendwo nochmal im großen Stile irgendwie Mist dann anbauen oder wir müssen ein anderes Item benutzen für die Baumschulen. Das muss ich nochmal gucken, was da am meisten Sinn macht. Das werde ich jetzt on the fly nicht beantworten können. Haben wir auf Manola zufällig noch... Welche Tastenkombination war das, um Schiffe direkt zu entladen? Steuerung Shift, okay. Ah ja, dann ist auch das komplette Schiff direkt leer. Ja, das ist total geil, deswegen sagte ich es ja. So, einmal die Handelskammer bauen, den Scheiß bauen und dann die Eisenmine bauen und dann wollen wir hier den... Ist Jakob das denn Band 1, das wir da noch haben wollen? Moment. Ich glaube, das ist Band 1, ja. Wo kriegen wir den nochmal her? Kriegen wir den nicht auch von der Trulla hier unten? Wo immer sie ist. Wo ist sie denn, die Trulla? Da. Warte mal, war die andere Eisenmine nicht hier oben? Ups. Vorkommen, Eisenvorkommen, ja, war sie. Kommt der Strom bis dahin? Gerade so nicht, um ein Feld nicht. Wollt ihr mich veralbern? Okay, davon können wir auf jeden Fall massig forschen, das ist kein Problem. Da habe ich gerade eins weggerollt, das ist sehr gut. So machen wir, da habe ich gerade einen Feras weggerollt. Sad, einfach nur sad. Machst du gut, ja, machst du gut. Ja, immer zu Diensten. Lassen sie hochleben. So. Nee, falsches. Ja, das mit der Mistproduktion müssen wir dann echt nochmal schauen, ob man da... Weil den Dünger, den du auf Manola produzierst, den brauchst du halt wahrscheinlich auch, ne? Also wenn ich das richtig verstehe, was du halt machen kannst, ist, dass du einfach zu viele Tierfarmen hinstellst. Und dann halt das Düngerwerk praktisch weggibst. Und das Düngerwerk halt überlastest, sodass das halt nicht komplett umgewandelt wird. Achso, ja, das könntest du natürlich machen, aber also dafür musst du halt entsprechend auch einen Absatz für die ganzen tierischen Produkte haben, ne? Genau, richtig. Also idealerweise willst du die dann halt auch alle verwenden. Ich weiß jetzt gerade halt nicht, wie das auf Manola alles strukturiert ist. Also ich habe, also was ich produziere, verbrauche ich auch. Ja.
Das ist ja auch fein, ne? Das ist halt nur die Frage, aber den Dünger brauchst du ja wahrscheinlich auch, ne? Ja, klar. Ja, das heißt, du müsstest irgendwie gucken. Wie man an Mist kommt. Ich meine, aber das ist tatsächlich auch was, das müssen wir nicht jetzt unbedingt sozusagen wissen. Dann brauchen wir noch eine Feuerwache. So, das nein, da habe ich welche überblättert. Da ist noch eins. So. Dann kommt ihr doch mal bitte mit und schippert hier einmal hoch. Ich schicke dich mal wieder nach Crown Falls hoch. Stört ja nicht. So. Tja. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt halt nicht, wie das hier optimal ist. Achso, haben wir nochmal eine bahnbrechende Entwicklung? Scheint so, weil zumindest kann ich hier wieder eine Ölquelle verschieben. Das wollte ich hier Mysterium für Arbeit, wollte ich. Ministerium für Arbeit. Und hier wollen wir minus Arbeitskräfte erforderlich. So. Damit sind wir jetzt irgendwie bei knapp 400% Produktion in der Eisenmine und eskalieren hier völlig. Geil. So, dann können wir jetzt langsam hier mal die Hochradproduktion aufbauen. Ja, ein bisschen Kautschuk hierher liefern lassen, ein bisschen Eisenerz. Abflug bereit. Klarer Himmel. So, dann wollen wir hier auf jeden Fall noch eine Feuerwehr hinbauen irgendwo. How about this? Müssen wir Eisen darüber schippern. Träumchen, wir müssen nur noch die Beijor-Stadt ein bisschen aufbauen. Was darf es sein? Die Handels kann man schon mal ausbauen. Ja, dann muss ich tatsächlich gleich nochmal nachgucken, wie das mit dem Mist funktioniert oder ob man doch andere Items benutzt. Das werde ich gleich offline nochmal verifizieren, denke ich. Ja. So, dann können wir die ersten Exportverträge ankurbeln. Einmal. Wo sind wir denn da? Einmal Eisen. Die Epidemie wurde besiegt. Gut, Krankheit in Foxglove geheilt. Freut man sich. Ist immer gut. Ich muss Sie bitten, nichts anzufassen. Und dann einmal. Tatsächlich haben wir ja auch schon die ersten Stufe 2 Hochhäuser bauen. Das ist auch ganz schön. Das ist ein Kautschuk. Hier ist Kautschuk. Ach, hier muss ich auch noch weitermachen, die Dinger auszubauen. Das alles irgendwie sinnvoll aufzustellen. Eieiei. Was brauchen wir da noch? Genau, Einkaufspassagen haben wir schon. Dann brauchen wir noch Einrichtungshäuser und die. Ja, ist die Frage, ob wir hier überhaupt auf volle Stufe gehen oder ob wir vielleicht sogar bei Kaufhäusern. Du bist ja ein Kaufhaus, ne? Ja. Was ist denn das letzte nochmal? Bin ich blöd? Ach, Drogerie, genau. Oh, eine Inspektion. Wenn man alle 3 Sekunden okay macht, dann 20 in der Minute. Ja, komm, jetzt eh. Du hast jetzt mal Locha wieder oder warten wir hier immer noch auf den guten Morris?
Wir warten noch auf Morris, aber in 30 Sekunden läuft er ein. Das ist gut. Das ist gut, gut, gut. Das ist ja ein ziemlicher Kokolores mit dem Morris. Ja, richtig. So, gebackene Bananen brauchst du jetzt als erstes wahrscheinlich in großen Mengen, nehme ich an, oder? Ja, genau. Also gebackene Bananen und Ponchos ist das Erste, was wir bräuchten. Wir sind abflugbereit. Ja, ist gut. So, da haben wir schon mal schneller Reichweiten Band 1, zumindest einige. Die können wir dann hier schon mal überall ausrüsten, wo wir Handelskammern stehen haben. So, du bist ein Rathaus. Das wird nicht funktionieren. So. Da ist ein Feras reinzuklatschen. Nee, da habe ich meine Zweifel. Nee. Nicht Feras, aber ja. Anderes Item. Gleiches Problem. So, dann kann ich euch schon mal wieder hier runterschicken und gleich noch mehr davon kaufen. Ja, aber das mit dem Mist, das ist ja wirklich Mist. Also da weiß ich ja wirklich jetzt gerade nicht ganz, was da der richtige Weg ist. Wir können nochmal eine von den Ölminen verlegen. Das ist immer schön. Können wir auch direkt ausbauen. Oder auch nicht, weil wir keine 10 Ziegel haben. Dann eben nicht. Ja, 2 Ölminen haben wir noch. Wir forschen jetzt erstmal nochmal 2 von den Büchern, um sicherzustellen, dass das hinhaut mit dem Platzbedarf und wie das ist mit den Lagerhäusern und so. Ah, okay, gut. 1 forschen wir tatsächlich jetzt noch, auch gut. Gebackene Bananen und Ponchos könnte man auch importieren? Nee. Warum haben wir denn auf einmal 10.000 Ingenieure über? Das kann ich nicht verraten, aber mit den Ponchos kann ich dir nicht weiterhelfen. Echt, Ponchos kriegt man nicht über die Speicherstadt? Nee. Ja, dann ist das ja schon mal was, wo ich jetzt auf jeden Fall entweder eine Produktion aufbauen muss oder... Es müssten auf Manola noch einige tausend davon rumliegen. Ich würde dann halt nur genauso viele halt immer jeweils halt rüber schippen, wie du halt tatsächlich brauchst, weil du keine permanente Produktion halt damit aufrechterhalten kannst. Ja, du brauchst auf Manola gar keine Ponchos, doch du verbrauchst ja auch welche. Ja, ich weiß, aber ich sollte da an sich halt auch relativ viele rumliegen haben. Du hast auf jeden Fall eine leichte Poncho-Überproduktion, also wird das Lager gerade natürlich voll sein. Ja, das meine ich halt. Also das Lager kannst du halt abtragen, das ist egal. Die Artistas brauchen hinterher auch keine Ponchos mehr, ne? Nee. Okay. Ja, dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Dann läuft gleich ein, werde ich halt. Problem ist, ich muss dann wahrscheinlich direkt von Journaleros auf Artistas aufsteigen. Und auf Libertas hast du es auch genau gedeckt. Du hast auch keine Überproduktion. Wobei, auf hier hast du tatsächlich. Auf Libertas hast du eine leichte Überproduktion. Dann würde ich vielleicht einfach gucken, dass ich von Libertas alles, was überschüssig ist, an Ponchos rüberschaffe nach Manola mit einer rüberschaffe auf unsere neue Insel. Nehmen wir hier einfach irgendwie ein normales Frachtschiff oder so. Da. Und laden einmal bitte Ponchos ein. Und entladen die auch. Sehr gut. Wie teuer sind die Luftpostlager? Nochmal gleich. Okay, aber die haben wir tatsächlich schon alle ausgebaut. Perfekt. Dann sollten wir mit Aluminium jetzt soweit auch hinkommen. Dann können wir tatsächlich nochmal... Also wir können erstmal noch ein paar Depots bauen, damit wir hier einfach nochmal Lagerplatz erweitern. Ist immer gut. So. Noch ein paar Depots. Let's go. Ihr Hafen wird angegriffen. Was? Ah, du gute Güte. Was denn? Sie ist wieder da.
Aber wir haben noch in der, also die Piratin oder was? Naja, wir haben da Ausweichungsschiffe stehen. Apropos, das ist jetzt das. Wir reden da schon seit zig Parts drüber, aber das steht tatsächlich auf dem nächsten. Mädchen, wo ist denn unsere ganze Flotte da? Das steht tatsächlich jetzt mal auf dem Plan, dass wir hier auch den Fortune mal aus dem Leben ballern. Inzwischen haben wir hier so viele Schiffe, das sollte dann auch mal hinhauen. Eine aufstrebende Nation. Das höre ich gerne. Mit, was sind das hier, 13? Nee, ja doch, auf jeden Fall irgendwie an die 13 Schlachtkreuzer oder so. Dann musst du zumindest halt, also bevor du ihm den Krieg erklärst, alles da halt in seiner Festung parken, ne? Ja, klar. Das mache ich auf jeden Fall. Aber nicht mehr in diesem Part, denn wir haben tatsächlich die 1-Stunden-Marke erreicht. Und insofern würde ich sagen, wäre es das für heute mit Anno 1800. Tatsächlich. Ich werde jetzt nochmal rausfinden, wie das mit der Mistproduktion ist und wie viele Ressourcen wir da überhaupt so brauchen und so. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir hier Curaçao, ich kann es nicht richtig aussprechen, Valente im nächsten Part weiter ausbauen und hier hoffentlich noch deutlich mehr an Bevölkerung in der neuen Welt aufbauen. Genau, für mehr Post in Cap Trelawney, um das ich mich dann in der nächsten Folge auch mal kümmern muss. Ich habe nämlich jetzt hier die nächste Siedlung im Grunde genommen, bis auf die Speicherstadt, die ich noch zu Ende ausbauen muss, fertig. Das heißt, ab jetzt steht die vollumfänglich zur Verfügung, da die Hochradproduktion. Sehr cool. Können ab jetzt also da uns voll austoben. Sehr gut. Ja, wir haben hier auch jetzt die Großteil der Minen schon verlegt, also ja. Sieht alles soweit ganz gut aus. Du hast da, achso, Captain Morris ist noch am Handeln, ja, verstehe. Den Lufthafen habe ich natürlich wieder geil gelegt. Ah. Ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass dein Zeppelin gerade da war, weil Captain Morris handelt hier gerade halt deine gebackenen Bananen rein. Ist doch nicht schlimm, der kommt ja gleich wieder. Gerade fährt der ja noch nichts hin und her, also eilt ja nicht. Ja. Du wirst allerdings, wenn du die Insel wirklich mit gebackenen Bananen auf die Art und Weise versorgen willst, halt schon mehr als einen Zeppelin auf die Route knallen müssen, ne? Das stimmt, ja. Das kann ich auch eigentlich mal machen. Aber ich meine, also, gerade habe ich ja da ja noch gar keine Häuser stehen, also, ja. Aber ich packe mal noch 2-3 Zeppeline drauf. Naja, okay, gut. Wie gesagt, das wäre es auf jeden Fall mit dem Part. Ich gucke hier nochmal, dass ich den Lufthafen umbaue und vor allem gucke ich nochmal, wie wir das am besten hier mit den Items lösen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.